So, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Autoren-Schreibworkshop. Mein Name ist Thorsten Simon, ich bin Pressesprecher von BOD und wir machen heute zum dritten Mal tatsächlich schon. Wir hatten zwei dieser Workshops schon während der Online-Messe zur Frankfurter Buchmesse. Da hat das meine Kollegin Jessie Hallermöller gemacht. Und heute machen wir das weiter, weil das Format auch wunderbar gut angekommen ist. Und wir freuen uns, dass wir es jetzt mit euch weitermachen können. Und wir machen es natürlich nicht alleine, sondern wir haben auch wieder einen ganz tollen Autor dabei, der uns die nächste knappe Stunde ungefähr begleiten wird. Und zwar wollen wir reden über das große Thema Recherche. Und zwar nicht nur über Recherche an sich, also wie gehe ich das Ganze an, was sind so gute Quellen für mich, wie organisiere ich meine Recherche, sondern auch darum wollen wir reden. Wie gestalte ich atmosphärische Schauplätze, Settings? Wie gehe ich das Ganze an? Und natürlich am Ende auch nochmal über das große Thema Weltenbau, was sicherlich auch die Fantastikautorinnen und Autoren unter euch sicher groß interessiert, aber auch diejenigen, die vielleicht Dystopien schreiben, Science-Fiction-Romane, aber auch die zeitgenössisch schreiben, die können, glaube ich, heute eine ganze Menge mitnehmen. Und ich hatte schon gesagt, wir haben einen wunderbaren Gast heute dabei, und zwar ist es der tolle Greg Walters. Er ist mir zugeschaltet aus dem heimischen Braunschweig. Jetzt schauen wir mal, ob das mit der Technik soweit klappt. Der Daumen geht nach oben, also wir sehen dich auch. Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen auch nochmal von mir, lieber Greg, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Auch Grüße an die Leute, die uns jetzt zuschauen. Genau, wir haben auch schon im Chat geschaut. Jessie hatte mal reingefragt, woher ihr alle kommt. Also wirklich aus allen Ecken. Irland habe ich hier zwischendurch sogar gesehen. Also wow, vielen Dank. Wir freuen uns. Und für die, die Greg noch nicht kennen sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, aber für die, die ihn noch nicht kennen, ich stelle mal ganz kurz vor. Und zwar, Greg ist Fantasy- und Jugendbuchautor und auch Teil der Autorenvereinigung der Weltenbauer, zusammen mit der Autorin Mira Valentin und Sam Feuerbach. Sein Debüt feierte er 2015, noch gar nicht so lange her. Seitdem war aber unglaublich produktiv. Hat unter anderem die Farbseher-Saga geschrieben. Das sind ganze 7 Bände gewesen. Die Bestienchroniken, das ist eine Trilogie. Und jetzt jüngst der Start zu einer neuen Trilogie, die sich Fälscherchroniken nennt. Und zwar startet mit dem ersten Titel Der Lehrling des Fälschers. Und dieses Buch ist nicht nur ganz fantastisch, sondern es ist auch bewiesen, dass es fantastisch ist, weil es ist jetzt schon zweifach prämiert. Einmal ist es der Gewinnertitel des Kindle Storyteller Awards und es war unter den Finalisten zum Self-Publishing Buchpreis in der Kategorie Belletristik. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Kann ich allen nur herzens empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, noch kurz vielleicht noch zu Greg. Greg lebt in Braunschweig, ist zweifacher Vater. Ich habe eine Tochter auch schon kennenlernen dürfen eben und lebt mit seiner Frau und seiner Labradorhündin im schönen Niedersachsen und ist von Haus aus Geschichtslehrer und Politiklehrer. Das heißt, eigentlich für das, was wir heute hier vorhaben, perfekt auch geeignet. Als Geschichtslehrer kennt er sich mit Geschichte und Recherche wunderbar aus, weiß, wie es ist, sich durch dicke Wälzer zu wühlen, um halt Informationen auszugraben, die man für das eigene Schreiben wunderbar gebrauchen kann. Und auch das Buch Der Lehrling des Fälschers passt wunderbar heute in das Thema hinein, weil es spielt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Jetzt überlegen wir alle noch mal ganz kurz, wann war das noch mal, wo war das noch mal? Geschichtsunterricht ist länger her. Spielt in Deutschland im 17. Jahrhundert. Der Dreißigjährige Krieg war von 1618 bis 1648. Und die Fälscherchroniken spielen zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Also eine sehr umwälzende Zeit in Deutschland. Also es war natürlich noch nicht Deutschland, es war das Deutsche Reich, das Römische, wie hieß das Ganze? Jetzt stoppe ich Heiliges selbst. Römisches Heilige Reich. Römische Reich, Deutsche Nation. Deutsche Nation, genau. Genau. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es Historisches mit Fantastischem vermengt. Also, wir begleiten in dem Buch den Protagonisten Gustav, ein junger Mann, der durch Schicksalsschläge der Lehrling eines Fälschers wird, also eines Wundheilers, und erfährt, dass es in der Welt Dämonen gibt, die auch ihre Machenschaften da treiben, damit dieser Krieg auch weitergeht. Und da vermischt sich also Reales mit Fantastischem. Also wunderbar als Vorlage für das, was wir heute hier vorhaben, und zwar über Recherche zu sprechen.
Greg, wir haben im Vorfeld ein bisschen auch schon mal gesprochen. Wir wollen das Ganze hier als Gespräch veranstalten. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, ständig Fragen zu stellen. Wir bitten auch darum, wenn ihr was wissen möchtet, schreibt es gerne in den Chat. Jessie ist da, antwortet natürlich auch schon da. Aber ich gebe auch die Fragen, also eure Fragen, gerne an Greg weiter, sodass keiner hier zu kurz kommen sollte, falls irgendwas gefragt werden sollte. So, ich habe auch hier immer mal das Tablet dabei, guckt da immer mal wieder drauf, wenn da Fragen auftauchen. Wir steigen mal jetzt mit dem Thema Recherche. Und ich hatte jetzt gerade schon mal ein bisschen skizziert, was das Thema der Fälscherchroniken ist, worum es geht. 30-jähriger Krieg in Deutschland. Für das Funktionieren einer Geschichte, gerade mit so einem historischen Hintergrund, wie würdest du es beurteilen, Greg? Wie wichtig ist da die Recherche, damit eine Geschichte auch so funktioniert, wie du es dir vorstellst? Also in diesem Fall war es wirklich relativ wichtig. Wenn man den Anspruch hat, historisch zu schreiben, muss man auch historische Fakten haben. Das unterscheidet den historischen Roman total von dem Fantasy-Roman. Da kann man sich ja austoben, das ist meine Welt. Da brauche ich nicht weiter recherchieren. Aber in diesem Fall war das wichtig und es war auch wichtig, relativ detailliert zu recherchieren. Als Geschichtslehrer hatte ich natürlich so die groben Fakten des Dreißigjährigen Krieges im Kopf. Allerdings bestimmte Details, was Kleidung, Waffen oder ähnliches angeht, das musste ich definitiv recherchieren. Und wie gehst du dann vor? Also du bist jetzt in der wunderbaren Situation da gewesen, Geschichtslehrer zu sein. Also mit dem Thema, du hast es zumindest schon mal intensiver sicherlich auch im Studium bearbeitet, aber das hattest du auch mal verraten, das interessiert dich auch persönlich, 30-jähriger Krieg. Also hast du da schon gewisses Vorwissen natürlich. Aber wenn du dich jetzt so einem neuen Thema näherst, wie gehst du in der Recherche vor? Was sind so deine typischen Steps? Gehst du denn erstmal auf Wikipedia und informierst dich da oder schaust du auch vielleicht mal in Sekundär- und Primärquellen rein? Ja, also vielleicht den allerersten Schritt, den ich auch jedem raten würde, ist, wenn man historisch schreiben will oder überhaupt für ein Thema recherchiert, sich was auszusuchen, was einem auch Spaß macht. Du hast es schon gerade erwähnt. Ich hatte persönliches Interesse auch am Dreißigjährigen Krieg. Ich finde es eine unheimlich spannende Zeit. Ansonsten wird die Recherche nämlich relativ zäh, wenn man sich irgendwie irgendwo reinquälen muss. Es war bei mir dann tatsächlich so, dass ich relativ schnell auch mit fachwissenschaftlicher Literatur angefangen habe. Also es gibt so einen Klassiker, wo man immer erstmal reingucken kann, wenn man historisch was macht. Das ist so die Geo-Epoche oder solche Sachen, also so populärwissenschaftliche Werke. Da kann man schnell sich einen Überblick machen. Aber ich bin relativ schnell gleich tief rein. Ich habe recherchiert, was ist das Standardwerk im Moment, das aktuellste Standardwerk. Das ist von einem ganz bekannten Historiker und das habe ich mir besorgt und das war dann immer so meine Abendlektüre, so vom zu Bett gehen und ich gebe zu, viel mehr als so 20, 25 Seiten waren da nicht drin. Aber glücklicherweise habe ich mich ja für die letzten Jahre des Dreißigjährigen Krieges entschieden, also konnte ich ein paar hundert Seiten überspringen. Und über diese, also wenn man erstmal ein Werk hat, mit dem man recherchiert, dann kann man aus diesem Werk ja auch wieder bestimmte andere Werke ziehen, da ist nämlich hinten eine Literaturliste dran oder bestimmte Schlagworte auch, die man dann auch einfach online recherchieren kann und kommt dann quasi von der einen Darstellung in die nächste. Du hast ja auch nach Primärquellen gefragt, da hatte ich in der Tat auch angefangen mal reinzulesen. Witzigerweise gibt es aus dem 19. Jahrhundert eine Quelle von einem Geschichtslehrer aus der damaligen Zeit, der über einen schwedischen General geschrieben hat. Und sehr akribisch dessen Briefwechsel aufgenommen hat mit seinem Generalstab und mit seinem Herrscher. Und da habe ich versucht, mich mal reinzulesen. Und da oute ich mich jetzt mal als Fantasy-Autor. Das war mir echt zu viel. Also es ist wirklich schwer zu lesen, auch wenn es Deutsch ist. Und also wer Primärquellen, Text und Literatur möchte, das ist das. Ich schreibe immer noch Fantasy mit historischem Anspruch, aber das ist zu viel. Also man sollte sich gern ein Thema nehmen, was man mag, wofür man selbst auch brennt, damit die Recherche nicht so ganz trocken wird, weil auch so ein populärwissenschaftliches Buch zu so einem großen Thema wie der Dreißigjährige Krieg, da muss man sich ja auch erstmal durchwühlen. Du hast gesagt, du hast dich jetzt schon auf die letzten Jahre, so ab, ich glaube, 42 fängt so langsam an in dem Genau. Buch, also das hintere Drittel des Krieges ungefähr, konzentriert. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich so einen gewissen, also den Rahmen auch mitnehmen vom Hintergrund her. Würdest du denn empfehlen, ist Wikipedia da überhaupt eine Quelle, wo du sagst, ja, zum Reinschauen am Anfang ist es okay, aber dann sollte man schon weitergehen? Das ist so eine klassische Frage, die würde mir auch ein Schüler stellen. Also, was ist denn eigentlich jetzt mit Wikipedia? Das war vor ein paar Jahren noch relativ verschrien, aber mittlerweile kann man das benutzen. Die Wikipedia ist das Standardlexikon und
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich mir gerade auch während des Schreibens, also wenn ich am Rechner sitze und schreibe und bestimmte Sachen, wo ich nicht weiterkomme, gucke ich sofort ins Netz. Man landet immer zuerst bei Wikipedia. Man kann, die Wikipedia hat auch neben ihrem eigentlichen Artikel auch immer Quellenangaben darunter. Und wenn man da dann reingeht und auf diese Quellen geht, kann man da weiterlesen. Die Quelle, die man da gefunden hat, hat wieder andere Quellen. Dann kommt man wieder weiter und so baut man eine Recherche auf. Das ist im Grunde genommen wirklich reines wissenschaftliches Arbeiten. Das funktioniert so ähnlich. Alle, die studiert haben, also zumindest die Freude hatten, Geisteswissenschaften zu studieren, so wie ich, die werden das kennen. Und wie bereitest du denn die Ergebnisse auf? Also jetzt muss ich mich natürlich erstmal durch diese Quellen ein bisschen wühlen und dann nehme ich mir natürlich auch das raus, was ich später für den Schreibprozess brauche. Wie gehst du da vor? Also bereitest du das Ganze als Moodboard auf oder schreibst du alles erstmal in eine Word-Datei hinein und sortierst es so für dein Schreibprojekt? Das wäre toll, das so zu machen. Ich mache das leider überhaupt nicht so. Ich bin immer so ein bisschen chaotisch. Ich kann es leider nicht zeigen, weil ich es gerade nicht da liegen habe. Ich habe ganz viel Post-its in den Büchern drin. Ich bin so ein Markierer-Typ noch. Ich bin auch noch sehr oldschool. Ich lese auch gerne auf Papier. Markiere dann rein, habe dann immer auch so bestimmte Sachen drin, wo ich dann schon reinschreibe, in welcher Zeit oder welchem Kapitel ich das gerne benutzen möchte. Und das ist dann wirklich so im reinen Schreibprozess, dass ich diese Fachliteratur oder populärwissenschaftlich oder was auch immer auch direkt daneben liegen habe mit dem entsprechenden Kapitel, was ich benutze und da dann immer mal reingucke und auch so nachlese. Also bestimmte Details, die kann ich mir halt einfach auch nicht merken und es würde mir auch nicht helfen, das irgendwie in ein Detail zu bringen. Wem das natürlich hilft, da so ein bisschen besser zu arbeiten, was ich immer empfehle, ist auch so eine Mindmap, so sich so ein Thema anzueignen, so ein großes Thema und dann drumherum immer kleinschrittiger zu werden und da auch Sachen aufzunehmen und sich das über den Schreibtisch zu hängen und danach zu gucken. Das ist sicher auch eine gute Sache. Vielleicht kurz für die, die Mindmaps nicht kennen, magst du es kurz ein bisschen erklären? Ja, also Mindmap, das ist, also jeder, der schulpflichtige Kleiner hat, der kennt es bestimmt. Also da quält man die Schüler schon eine ganze Weile mit. Bedeutet einfach, dass man seine Gedanken in seiner Art und Weise sammelt. Man macht in die Mitte einfach eines leeren Blatts einen Oberschlagwort. Sagen wir mal, das ist jetzt der 30er Krieg in dem Fall. Und dann macht man einen Strich davon weg und macht die erste Bubble. Da steht dann 1618 bis 48 ist die Zeit. Und dann macht man von der Bubble noch einen weiteren Strich und macht ein Fragezeichen rein, welche Zeit nehme ich? Und dann macht man eine neue Bubble von der Hauptbubble runter. Und da steht dann wo? Fragezeichen. Und dann schreibt man hin Leipzig, Osnabrück, München? Fragezeichen. Und so baut man sich über so eine Mindmap, kann man sich so ein Thema erarbeiten und hat es dann so mit so einem ganz schnellen Überblick da. Das ist halt super praktisch, um ein großes Thema sehr klein zu machen. Und man kann dann seine Bubbles natürlich, muss man im Einzelnen wieder nachrecherchieren, aber man vergisst sie nicht dadurch. Gibt es denn auch Quellen, die aus deiner Sicht nicht so gut bei der Recherche funktionieren? Also du hast jetzt schon mal Primärquellen gesagt, da muss man schon Also genau, ein ich bisschen würde, hinterher also ich, sein. ehrlich gesagt, würde ich vielleicht jedem empfehlen, nicht mit Primärquellen zu recherchieren. Weil das ist, also in ein Archiv zu gehen, um irgendwas auszuarbeiten, um einen Roman, um eine Belletristik zu schreiben, ist einfach unnötig. Also für Sachliteratur ist das natürlich ein völlig anderes Thema, aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Ich brauchte ja jetzt nicht mehr zum 30-jährigen Krieg zu recherchieren, sondern ich musste dann einen spannenden Roman machen und dann das aktuelle Wissen zum 30-jährigen Krieg aufarbeiten. Und man muss jetzt auch wirklich nicht in so ganz tiefgreifende fachwissenschaftliche Literatur sich einlesen, irgendwelche historischen Streitigkeiten über bestimmte Punkte. Auch das, denke ich, ist nicht nötig. Es braucht sich keiner in der Universitätsbibliothek anmelden. Alles, was er in der normalen Bibliothek findet oder online, das, glaube ich, reicht. Jetzt sprichst du es ja auch schon so ein bisschen an. Man kann sich ja zu einem Thema auch dumm und dämlich recherchieren. Also 30-jähriger Ja. Krieg sind 30 Jahre, das ist unglaublich lange Zeit. Aber auch andere Stoffe, dazu gibt es unfassbar viel Literatur, Quellen. Wann würdest du sagen, ist der Punkt gekommen, wo man dann auch sagen muss, okay, jetzt bin ich eigentlich auch für das, was ich mit meinem Schreibprojekt vorhabe, bestens vorbereitet. Jetzt schließe ich die Recherche an der Stelle mal ab. Oder begleitet dich die Recherche über den gesamten Schreibprozess tatsächlich?
Hat man auch schon eine schöne Idee für so eine Szene vielleicht. Da kann man dann auch sagen, so, jetzt gehe ich mal in den Kopf von so einem Besatzungsmitglied, von so einem Geschütz rein, der stöhnt die ganze Zeit, der blöde Krieg, und jetzt muss ich auch noch das blöde Ding herziehen, und dann wird er angegriffen und dann muss er seine Kanone stopfen, und das kann man auch nochmal recherchieren und sich ein YouTube-Video angucken, wie das geht. Und dann bleibt man aber im Schreiben drin und hat nicht immer nur die Ausrede, ich muss da noch recherchieren, bevor ich eigentlich mit dem Schreiben anfange. Das Schreiben ist das A und O. Jetzt sehe ich gerade im Chat, ihr habt keinen Ton. Der Daumen von unserem Regisseur geht nach oben. Jetzt ist wieder okay. Okay. Wunderbar. Dann hatten wir einen kurzen Hiccup. Dann bitten wir das einmal zu entschuldigen. Genau. Ich fasse kurz zusammen, was Greg nochmal gesagt hatte. Also man kann auch während des Schreibprozesses sich zu einzelnen Themen auch nochmal wunderbar nachrecherchieren. Das ist oftmals eine kurze Zeit von 15 Minuten zu einzelnen Themen. Man ist im Hauptberuf sozusagen ja weiteren Autorin und Autor, also lieber einfach schon mal den Schreibprozess starten, nachdem man sich allgemein schon mal vorbereitet hat zu seinem Thema. Und dann, wenn es in einer einzelnen Szene notwendig ist, dann kann man natürlich auch gerne nochmal nachrecherchieren. So, dann gucke ich jetzt auch mal rein in den Chat, dass jetzt alles wieder gut, wunderbar. Recherche haben wir jetzt schon mal allgemein angerissen. Jetzt ist ein Teil der Recherche natürlich auch, sich um Schauplätze zu kümmern und das Setting nochmal sich nochmal näher anzuschauen, in dem der Roman, das Buch, die Geschichte spielen soll. Beim Fälscher ist es halt das Deutsche Reich, haben wir gerade schon im Eingang genannt bekommen. Und du bist ja bei der Geschichte auch so weit gegangen, dass du auch einzelne Schlachtverläufe sehr detailliert beschreibst. Da werden Truppenbewegungen beschrieben, die Topografie des Schlachtfeldes, wo dann ein Wald war und sich die Truppen dann seitlich daran vorbei bewegen müssen. Wohin nimmst du all diese Angaben? Also da sind wir bei solchen Sachen sind wir dann wirklich in also tiefgreifender Recherche in Fachliteratur. Also das reicht halt, da reicht halt, was ist was, 30-jähriger Krieg und Populärwissenschaft reicht in dem Fall dann nicht mehr. Also da hatte ich das Glück, Sachen zu finden. Also ich habe zum Beispiel hier bei mir auf dem Schreibtisch ein Buch liegen, das ist vom österreichischen Bundesheer herausgegeben. Die haben natürlich eine eigene militärhistorische Akademie und da sind bestimmte Schlachten sehr detailliert beschrieben. Genau, also ich kann ja sogar ganz konkrete Ortsnamen und Ortsangaben machen und auch militärische Fehlentscheidungen beschreiben. Aber das war eben ja auch die Entscheidung, die ich treffen musste. Also will ich das so detailliert machen oder lasse ich meinen Charakter einfach nur am Rande des Schlachtfeldes stehen und der macht vielleicht was ganz anderes und bekommt am Ende nur mit, dass die Schlacht gewonnen oder verloren ist für die Seite, für die sich entschieden hat. Also das muss auch jeder dann im Kern entscheiden, ob eben das so wichtig ist, das so detailliert zu machen. Und mir war das wichtig. Ich habe da auch Spaß dran. Ich fand das auch total interessant, das so zu recherchieren. Und gerade diese Schlacht, wo du das ansprichst, war für mich auch der Aufhänger. Also das Buch beginnt ja bei der Schlacht von Breitenfeld. Breitenfeld ist in der Nähe von Leipzig oder ist heute ein Vorort von Leipzig. Es gehört zur Stadt dazu. Und bei Breitenfeld gab es zwei Schlachten innerhalb von wenigen Jahren, genau an demselben Ort. Und das, als ich da durch Zufall mal drüber gestolpert bin, dachte ich, da musst du doch mal einen Roman draus machen. Das glaubt doch keiner, dass das wirklich echt ist. Und über diese Schlacht und über dieses Rechercheergebnis bin ich eben tiefer da reingegangen, das Thema. Und ja, deswegen habe ich die Schlacht bei Breitenfeld auch relativ intensiv danach studiert. Das Ich war heißt, aber nicht vor Ort, man konnte ja nicht reisen und nichts, also das habe ich nicht gemacht. okay. Aber hast du es denn auch schon mal in Erwägung gezogen, also wirklich vor Ort Recherche zu betreiben? Also, ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Bei meiner Vorgängerei, die Bestienchronik, das ist so eine antike Geschichte, also deutlich fantasy-lastiger und nicht so historisch wie der Feldherr. Da habe ich so ein paar antike Amphitheater besucht, da geht es um Gladiatoren, da habe ich so ein paar Sachen gemacht. Da habe ich aber das Praktische mit dem Nützlichen verbunden, war mit der Familie im Urlaub und habe die dann in Südfrankreich bei 35 Grad gezwungen, irgendwelche antiken Ruinen zu gehen und durch Amphitheater zu laufen. Also da, das kann man schon machen. Ich hatte im Feldherr, bei den Friedensverhandlungen hatte ich Osnabrück dabei und das spielt sehr viel in dem Rathaus von Osnabrück, die ersten Friedensverhandlungen zum Westfälischen Frieden.
Und da wäre ich gerne gefahren. Wenn da kein Lockdown gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich mal nach Osnabrück gefahren und hätte mir mal das Rathaus angeguckt. Und da, das ist halt, das Gebäude steht halt noch. Der sogenannte Friedenssaal, den könnte man auch noch sich anschauen. Das klappt natürlich auch nur bei deutschen Themen, ja, oder bei Sachen, die nicht so weit wechseln. Das kommt auch immer darauf an, wo man wohnt. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass das Buch auch ganz gut ankommt. Es hat auch ohne funktioniert. Also auch wer jetzt sagt, boah, das kann ich nicht, ich kann jetzt nicht irgendwo hinfahren, das ist auch wirklich nicht nötig. Es ist nett, das mal zu machen, wenn man darüber schreiben will. Oder vielleicht auch im Nachhinein, aber nicht notwendig, denke ich. Aber wenn du so einzelne Städte oder Ortschaften beschreibst, jetzt stehst du vor der Herausforderung, also wenn ich jetzt ein zeitgenössischer Autor wäre, dann kann ich natürlich mir so eine mittelgroße Stadt wie Osnabrück relativ gut vorstellen, auch wenn ich vielleicht noch nicht da gewesen bin, aber ich kann mich natürlich auch über Google Street View, was ja auch viele Autoren tatsächlich auch nutzen, um im heutigen Bereich mal zu schauen, wie sehen die Städte aus? Oder wenn ich jetzt ein Setting in Frankreich, in Spanien oder in einem anderen Land habe, was nicht gerade jetzt bei mir um die Ecke liegt und ich nicht die Möglichkeit habe, es real zu sehen, dann habe ich natürlich über solche Plattformen die Möglichkeit, mal mich in den Straßen zu bewegen. Jetzt hast du die Herausforderung, dein Setting ist ungefähr 350 Jahre in der Vergangenheit, ein bisschen länger sogar. Wie holst du dir die Informationen darüber, wie das damals ausgesehen hat? Beziehungsweise hast du da so einen konsistenten Aufbau für dich? So eine typische Stücke Ortschaft aus dem 17. Jahrhundert in Deutschland sieht folgendermaßen aus und das übertrage ich letztendlich jetzt auf alle Ortschaften, die ich mit meiner Geschichte behandeln möchte. Also diesen ersten Schritt, den kann man machen, wenn man zum Beispiel sich in A, man kann ja trotzdem auch fiktive Orte nochmal irgendwie einbauen. Wenn ich meinetwegen jetzt einen Raubüberfall machen möchte oder sowas, dann sage ich, das ist so eine ganz kleine Siedlung, irgendwie so, die vielleicht verschwunden ist im Laufe der Jahrhunderte, dann kann man das machen. Oder auch Dörfer, von denen findet man nämlich nichts. Da kann man so einen klassischen Aufbau machen. Eine Kirche in der Mitte, in den meisten Fällen drumherum ein paar Häuser, so, das ist, also von Breitenfeld zum Beispiel selbst, das Dorf selber habe ich nichts gefunden. Aber Leipzig und Osnabrück spielen eine relativ große Rolle und es gibt aus der Zeit Karten. Also auch da kann man sehr detailliert nachschauen. Das würde ich mir ehrlich gesagt aber nur für den deutschsprachigen Raum zutrauen. Ich habe im zweiten Teil jetzt großzügig Amsterdam eingebaut und mein Niederländisch lässt doch zu wünschen übrig. Und auch da habe ich eine wunderbare Karte gefunden, die perfekt in die Zeit passt. Es fiel mir doch aber recht schwer, die Straßennamen dann zu entziffern. Also Sütterlin zu lesen in Niederländisch ist wirklich unglaublich schwierig. Das war im Deutschen schon schwer. Aber auch da sind wir nochmal bei Wikipedia. Das war eine ganz simple Recherche. Osnabrück Geschichte und man findet eine wunderbare Karte der Stadt und ich glaube von fast allen deutschen Großstädten. Und man kann seine Charaktere dann durch die einzelnen Gassen schicken oder in Kirchen gehen lassen, die man sieht, oder auch in Gebäude, in das Rathaus oder was auch immer. Also das ist auch Recherchearbeit. Das ist übrigens eine Recherchearbeit, die habe ich während des Schreibens gemacht. Also ich hatte mir die Karten dann runtergezogen, habe mir die ausgedruckt oder habe die auf dem Bildschirm gehabt und habe während des Schreibens gesagt, alles klar, die reiten durch das Stadttor hier rein und ich will, dass sie in dem Viertel sind. Ja, das funktioniert im Grunde genommen auch nicht viel anders als mit Google Street View. Hattest du auch schon mal Leserinnen und Leser gehabt, die dich dann nochmal darauf hingewiesen haben, ah, lieber Greg, ich liebe dein Buch, aber dieses Stadttor war zu dem Zeitpunkt gar nicht da oder also die dann noch tiefer vielleicht in der lokalen Begebenheit drin waren? Also in der lokalen Begebenheit nicht, aber ich habe in der Tat auch negative Bewertungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, das ist mir zu wenig Geschichte. Ich hätte es gern noch tiefgreifender. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt zum Recherchieren oder zum Worldbuilding. Also in der Pädagogik nennt man das historische Reduktion. Also man muss, also in meinen Augen muss man den Stoff, also auch so einen riesigen Stoff in den 30-jährigen Krieg, muss man reduzieren und kleiner machen. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, nicht mich in Details zu verlieren, weil hauptsächlich möchte ich einen spannenden Roman schreiben und keinen trockenen Vortrag über den 30-jährigen Krieg zu machen. Also von daher gibt es Leute, denen das noch nicht genug ist, die hätten gern noch mehr. Aber der Anspruch von mir war, es soll exakt sein, es soll alles richtig sein. Aber es soll sich nicht in den Details verlieren, sondern das sollen meine Charaktere machen und die Dämonen und alle, die da so mitspielen. Da werde ich später auch noch gern ein bisschen genauer darauf eingehen. Im Chat wird auch natürlich nochmal Google Maps als Recherchequelle genannt. Genau, richtig. Wunderbar. Und es wurde auch mal gesagt, ein Pluspunkt für die Fantasy. Man kann sich alle Orte komplett ausdenken und braucht kein Hintergrundwissen. Ob das so stimmt, da gehen wir vielleicht nachher beim Worldbuilding nochmal drauf Dann gehen wir ein. nochmal Wordbuilding nochmal drauf ein. Ja, Genau, Nord und da Süd würde ich sollte auch man ein trotzdem schon Fragezeichen unterscheiden können. hintersetzen. Genau. Wie tief gehst du in die, also wir haben jetzt gerade schon gesagt, manche Schauplätze hast du während des Schreibens tatsächlich erst für dich erschlossen.
Wie viel Zeit investierst du ungefähr immer so in die Recherche von den einzelnen Ortschaften? Also ja, das sind vielleicht dann nochmal so 2 Tage, an denen ich dann nur Recherche mache und nicht schreibe. Und dann mache ich es aber auch parallel. Also als ich in Leipzig war zum Beispiel, da brauchte ich einen Friedhof. Und dann habe ich den Friedhof recherchiert und bin dann irgendwie bei der Leipziger Volkszeitung auf einen Artikel gestoßen, die alten Friedhöfe der Stadt. Und habe ich doch tatsächlich einen gefunden, der auch bei der Eroberung Leipzigs im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden ist. Ja, und den habe ich natürlich sofort verwurstet. Und da reichte aber im Grunde genommen auch, dass ich den Namen hatte. Da musste ich nicht ganz konkret beschreiben, er geht erst durch Straße A, dann durch Straße B, dann durch Straße C, dann wieder durch Straße D und dann ist er da. Sondern man sagt, wir gehen zu dem Friedhof und wie der aussah und was auch immer, ist gar nicht so wichtig in dem Fall, sondern dass er da ist und wenn der Name da ist, dann passt das. Man muss aber aufpassen, Leute, Wunder und diese historischen Orte sind auch da. Also da darf man auch nicht so viel Schindluder damit treiben. Ja, genau, deshalb, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich schaue auch noch mal ganz kurz im Chat. Genau solche Fra die Frage wurde einmal gestellt nach der Zeit für deine ganzen Recherchen, die du verwendest, also wie viel brauchst du? Und es wurde auch noch mal gefragt, skizzierst du den ganzen Plot, bevor du anfängst zu schreiben, oder kommt vieles beim Schreiben selbst? Ich bin so ein klassischer Discovery-Writer. Also man kann Schriftsteller genau in 2 Kategorien einsortieren. Die eine Kategorie, das sind die Superplotter, die planen so ein Buch durch, die wissen, ich habe 45 Kapitel nach am Ende und in Kapitel 1 passiert das, das schreibe ich jetzt auf und dann sind die in Kapitel 45 und dann wissen die genau, was sie schreiben und dann setzen sie sich dran und schreiben. Also ich weiß, was bei mir in Kapitel 1 passiert und ich weiß, was im letzten Kapitel des letzten Buches der Reihe passiert. Und alles andere dazwischen, das passiert beim Schreiben. Also da bin ich also ein sogenannter Entdeckner-Schreiber, Discovery Writing. Ich entdecke meine Welt während des Schreibens einfach selbst und die Charaktere ja, treiben mich dahin, wo ich hin muss. Das eine ist nicht besser als das andere übrigens. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Typen. Das kennt man vielleicht auch noch aus der Schule. Es gibt auch unterschiedliche Lerntypen, also die sich unterschiedlich vorbereitet haben. Und so ist das beim Schreiben eben einfach auch. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg für sich finden. Wer gerne plant, soll ganz viel plotten. Wer sagt, ich muss jetzt endlich mal anfangen, ich habe eine gute Idee, der soll einfach anfangen und dann wird das schon klappen. Vielleicht jetzt mal noch mal ein bisschen genauer aufs Schreiben denn eingehen, wenn wir auch schon bei dem Thema sind. Wir haben ja alle so gewisse Bilder von Ländern, von zeitlichen Epochen, die sind geprägt durch Filme, Fernsehen, Comics. Also jetzt zum Beispiel im Mittelalter haben wir immer so diese klassische Vorstellung davon, ist alles braun und alles dreckig und alles riecht schlecht. Oftmals unterscheidet sich ja die historische Wirklichkeit von diesen Bildern extrem. Und das ist ja sicherlich auch etwas, was man vielleicht über das 17. Jahrhundert sagen kann, also in der Epoche, in der du schreibst mit der Fälscherchronik. Wo orientierst du dich beim Schreiben deiner Bücher daran? Also an diesen eher kulturell geprägten Bildern oder tatsächlich an der Realität, die du dir als Geschichtslehrer sehr gut kennst? Also ich versuche ehrlich gesagt so eine Mischung dahin zu bekommen. Also wenn man ein spannendes Buch schreiben möchte, was die Leute gerne lesen, was vielleicht auch so ein Page-Turner wird, dann sollte man diese kulturellen Bilder mitnehmen. Also ein Buch muss heute auch geschrieben werden wie so ein Blockbuster-Kinofilm. Also die Leute mögen Action, die mögen witzige Dialoge auch. Also so ein Sidekick, das mag immer jeder, das habe ich ja bei mir im Buch auch, der immer auch mal einen flapsigen Kommentar lässt, auch in so einer Schlacht und so. Das würde es im echten Leben ja alles gar nicht geben. Trotz alledem versuche ich natürlich schon, das Setting relativ realistisch zu machen, ohne dass ich es auf die Spitze treibe. Also ich muss da nicht zum 100. Mal betonen, dass es irgendwie dreckig ist. Das ist dann in dem Fall auch klar. Also man sollte da so eine bunte Mischung hinkriegen. Man kann sich aber auch wieder für einen Weg entscheiden. Wer jetzt eben sagt, mir ist das total wichtig, so eine Epoche ganz, ganz detailliert und richtig und klar darzustellen, der soll das so machen. Der findet bestimmt auch seine Leser. Und wer sagt, ich habe einfach Bock auf so ein Popcorn-Feuerwerk und das soll einfach nur gut unterhalten, das ist übrigens im Kern auch mein Hauptanspruch, der kann da ruhig ein bisschen laissez-faire sein. Das finde ich völlig okay. Das ist wahrscheinlich auch so eine Schere, wo man sich stark denn drin bewegen kann und muss, zwischen dem sehr detaillierten Beschreiben und dem atmosphärischen Schreiben ja auch. Also darum geht es ja auch ganz stark. Also ich bin ja vielleicht gar nicht mal so sehr jetzt daran interessiert, jedes kleinste Detail einer Ortschaft aus der Mitte des 17. Jahrhunderts zu erfahren, wie es da ganz genau ausgeht, sondern ich muss ja irgendwie so ein Gefühl auch dafür bekommen beim Lesen. Wie schaffst du es, dass diese Version, die in deinem Kopf ja dann besteht, die dann auch zu erzeugen bei deinen Leserinnen und Lesern? Also man kann so bestimmte Eckpfeiler einfach einschlagen. Also ich finde, man bekommt schon etwas von der Atmosphäre einer Stadt mit, wenn man durch ein Stadttor zum Beispiel einreitet und durch so
Sicherheitsanlagen quasi in so eine Stadt nur reinkommt. Also man wird vorher kontrolliert, man fährt durch ein meterdickes Tor, das sind Mauern, das ist so das Erste. Wenn dann der Charakter weiter durch die Straßen geht und da kippt ihm erstmal einer irgendwie einen Eimer mit Fäkalien vor die Füße, weil es natürlich keine Kanalisation gibt, dann habe ich auch schon einen bestimmten Eindruck quasi und muss dann nicht die ganze Zeit da beschreiben, dass die Stadt schrecklich stinkt. Und wenn es im Winter eisekalt ist und es gibt natürlich keine Fenster, kein Fensterglas oder nur sehr wohlhabende Leute hatten das und ich muss die Fenster mit Stroh ausstopfen oder habe auch nur so Klappen, Fensterklappen davor, auch dann habe ich ja schon wieder so einen atmosphärischen Fakt irgendwie dazu in diesem Buch. Und diese vielen kleinen Details, die geben den Leuten ein Gefühl von dieser Zeit. Und was auch immer man schreibt, man kann das die historische Wahrheit sowieso nicht mehr vermitteln. Die ist ja auch vergangen. Und vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Der Lehrling des Feldschers ist im Moment mein aktuelles Buch und es macht mir auch viel Spaß. Aber ich habe auch Lust, noch andere Bücher zu schreiben. Deswegen darf ich mich da auch nicht verlieren. Also ich nehme vielleicht auch nochmal eine andere Epoche irgendwie auf. Und in die recherchiere ich auch nochmal rein. Da habe ich aber auch keine Lust, 10 Jahre daran zu recherchieren und dann zu sagen, ich mache das ganz tiefgreifend. Also auch da sollte man, wenn man Autor sein will und Bücher schreiben möchte und mehr als eins, dann ruhig auch sagen, ja, das bis hierher und dann reicht es. Ich glaube, die Leute haben so ein Gefühl, wie es da ist. Und jetzt geht es aber darum weiter, schafft mein Charakter es, die Dämonen zu besiegen oder auch nicht. Das ist nämlich das, was die Leute viel mehr interessiert. Aber du suchst dir gerade dann auch schon am Anfang deiner Geschichten, deiner Bücher, deiner Kapitel so spezielle Szenen raus, um den modernen Leser, die moderne Leserin so ein bisschen auch nochmal aus ihrer Komfortzone rauszuholen und klarzumachen, ach ja, klar, da so sah das denn in der Hütte damals aus, in der gutbürgerlichen Stube oder wie auch immer. Da gab es halt keine Zentralheizung, kein fließend Wasser, keine Kanalisation. Und wenn das einmal etabliert ist, dann ist das auch irgendwo bei mir als Leser, als Leserin verfangen. Da muss ich es auch nicht immer wieder praktisch aufs Tableau heben. Genau, also so, und das sind auch so Sachen, die Lektoren am Ende nachher rausholen, die sagen dann, wir haben jetzt verstanden, dass die ganz arm sind da, also das brauchst du nicht nochmal ein 10. Mal erwähnen. Also ich hole im Feldherr zum Beispiel die Leute sofort aus der Komfortzone, indem ich nämlich relativ detailliert eine Amputationsszene auf dem Schlachtfeld beschreibe. Und da gibt es eben Körbe zum Beispiel, die voll sind mit abgeschnittenen oder abgesägten Armen und Beinen. Und es gibt natürlich auch keine Narkose, ja. Also man muss sich das vorstellen, wie Narkosemittel, jeder, der nicht gern zum Zahnarzt geht und sich da gleich so einen Spritz hingeben lässt, der sollte sich klar machen, dass man Beine mal abgeschnitten hat ohne Narkose. Und in dem Moment weiß der Leser sofort, wo er zeitlich ist und dass ihm das auch unangenehm ist und dass er vielleicht ganz dankbar ist, dass er da jetzt nicht gerade dran teilnehmen muss. Und ja, das sind so diese kleinen Eckpfeiler, die dann auch Spaß machen als Autor, den Leser da so ein bisschen mitzunehmen und auch auf Reaktion zu warten. Wir hatten es vorhin auch schon mal ganz kurz gehört zur Atmosphäre und zum atmosphärischen Schreiben und auch für gewisse Zeitepochen zählt natürlich auch Sprache oder ist Sprache besonders wichtig. Du hast vorhin auch schon Sütterlin-Schrift beschrieben oder kurz erwähnt, das Holländische. Und Sprache ist natürlich jetzt unabhängig von der zeitlichen Epoche wichtig, um Atmosphäre zu schaffen. Also wenn ich jetzt heute Umgangssprache verwende für meine Figuren oder halt Jugendsprache, weil ich mich an ein besonders junges Publikum wende, oder ob ich jetzt halt, wie in deinem Fall jetzt beim Feldscher, mich im 17. Jahrhundert in Deutschland bewege. Wie sehr färbst du deine Sprache, deiner Figuren ein, um halt dieses Setting entsprechend dann auch in der Sprache da oder widerspiegeln zu lassen? Man kann sich ja da auch stark verlieren und für unsere Ohren würde jetzt ja jemand aus dem 17. Jahrhundert unglaublich fremd klingen. Wie gehst du dieses Thema an, um trotzdem über die Sprache auch zu vermitteln, das ist jetzt nicht heute, wo wir gerade uns befinden? Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Man transportiert Atmosphäre und so eine Geschichte immer da auch in dem Fall über Sprache. Also egal, in was man sich bewegt. Ich habe auch zum Beispiel Jugendbücher geschrieben, die auch in der mittelalterlichen Fantasy-Welt schreiben. Da lasse ich die Charaktere natürlich aber vollkommen anders sprechen, als zum Beispiel jetzt in einem Roman, wo ich sage, ich habe einen historischen Anspruch. Also da nehme ich auch bestimmte Begrifflichkeiten, die ich nicht nehme. Allein das Wort Feldscher, also wie viele Anfragen ich bekommen habe, ob da der Feldherr ist, ob das ein Feldscher ist oder was auch immer. Also allein der Titel nimmt ja schon so eine gewisse historische Komponente auf und lässt die Leute darüber stolpern. Und dann muss man natürlich seinen Text auch darauf anpassen. Auch da darf man sich nicht drin verlieren. Jeder aus dem 17. Jahrhundert, der dieses Buch lesen würde, der würde nach 2 Seiten sagen und sofort sagen, so redet hier keiner bei uns, das ist totaler Quatsch. Also auch da muss man es nicht überhöhen und sagen, ich habe jetzt den Anspruch, dass die Charaktere genau wie in der Zeit sprechen. Also auch da sollte man seinen Weg finden. Es gibt natürlich keine Anglizismen, es gibt keine Quarzuhr, also so bestimmte Sachen, die da muss man ein bisschen aufpassen. Im Zweifel kann man immer was Lateinisches einstreuen, das gibt schon eine ganze Weile, das passt eigentlich in ganz vielen Epochen. Aber genauso, wenn sich jetzt heute als Jugendbuchautor kennst du das ja auch sehr gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit meine Protagonisten wirklich in dieser
sehr stark gefärbten Jugendsprache sprechen lasse, das liest sich ja auch nicht gut. Genau, und auch dann wirkt es ja auch wieder aufgesetzt. Also ich bin dieses Jahr 40 geworden. So ein 16-Jähriger, der würde mir auch, egal wie viel Mühe ich mir gebe, würde mir auch direkt ins Gesicht sagen, was ist denn das hier für eine Pseudo-Jugendsprache? Die nimmt man schon seit 5 Jahren nicht mehr. Ja, Ja. keiner sagt mehr. Also ich kann gar nicht, ich würde jetzt YOLO sagen. Jeder, der jetzt irgendwie jünger ist als 30, der rollt die Augen und sagt, ihr seid Boomer. natürlich kein Mensch mehr. Ja, Kartoffelsalat. Ich habe keine Ahnung. Also das, da würde ich mich jetzt schwer mit tun. Aber auch da, wenn der Roman dennoch für den Leser eine Atmosphäre transportiert, die ihm gefällt, und wo sie sagen, das ist jetzt mir nicht wichtig, dass das so exakt ist. Aber ich verstehe, worum es geht. Ich verstehe, dass es junge Leute sind, die anders sprechen als ich. Und ich finde die Geschichte aber spannend, die dahinter steckt. Dann funktioniert das, und das ist auch das A und O nachher am Ende. Aber für ein historisches Setting gehört für dich dann auch dazu, Fälscher, sagtest du gerade so als Beispiel dafür, dass man sich natürlich auch schon ein paar dieser Begriffe, die damals gang und gäbe waren, die für diese Epoche auch letztendlich gebräuchlich waren, dass man die sich dann auch für sein eigenes Werk dann zu eigen machen kann. Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Also ich schreibe auf Word ganz simpel, und Word unterstreicht mir das dann immer irgendwie braun und sagt, das ist veralteter Ausdruck, nicht mehr benutzen, irgendwie sowas. Und dann sage ich jetzt, ja, jetzt funktioniert es, jetzt bist du dran. Das ist wunderbar, weil ich glaube, ich schaue nämlich gerade mal wieder in den Chat und hier war auch die Frage, verwendest du ein bestimmtes Schreibprogramm für Autoren? Und ich höre jetzt gerade raus, du schreibst auf Word. Ich schreibe ganz simpel auf Word. Ich kenne viele Autoren, die das machen. Es gibt so ganz fancy Programme, die mich durch den Plot leiten und wo ich auch so Mindmaps anlegen kann und solche Sachen. Wem das hilft, der soll das gerne benutzen. Ich bin da oldschool, also nicht so oldschool, dass ich mit dem Kuli irgendwie auf Papier schreibe, aber Word ist für mich völlig ausreichend. Genau, hier wird sonst noch Papyrus Autor genannt. Genau, Scrivener Genau, sind auch ja. so Klassiker, beide. Genau. Da gibt es im Chat unterschiedliche Fans für jeweils eins dieser Programme. Dann ein Kommentar noch von der Daniela. Sie hat eine Frage mal an den Andreas Eschbach gestellt und er hat gemeint, manchmal schreibt er einfach drauf los. Also, wir sind jetzt beim Thema Discovery Plotter. Manchmal sind die Unterlagen und die Überlegungen länger als das Buch selbst. Kommt das bei dir auch manchmal vor? Nein, das kommt bei mir nicht vor. Da habe ich auch gar keine Zeit für. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe zwei Berufe, da habe ich jetzt keine Zeit. Also wenn ich 2 Jahre für ein Buch recherchieren müsste, dann könnte ich keine mehr schreiben. Sehr gut. So, dann schaue ich noch mal, was können wir hier noch? Genau, hier noch mal Bestätigung mit der Sprache. Sonst wird man auch für dumm gehalten. Ach so, ja, gibt es noch spezielle Stellen beim Thema Recherche, an die man sich für bestimmte Stellen wenden kann? Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Also ich habe es natürlich relativ leicht durch meinen Hauptberuf als Lehrer, hat man da viele Experten für viele Sachen so. Ja, also wenn ich was Lateinisches brauche, frage ich den Lateinlehrer irgendwie so, und Geografielehrer können mir auch helfen, aber man sollte einfach mal sich in seinem Umfeld anschauen. Also als ich diese Amputationsszene geschrieben habe, hat meine Lektorin mir die zurückgeschickt und gesagt, ich bin mir ganz sicher, ich kann es dir nicht erklären, aber ich bin mir ganz sicher, so wird kein Bein amputiert. Man kann das nicht einfach absägen. Und dann wusste ich aber, dass mein Nachbar Orthopäde ist, und dem habe ich die Szene geschickt und habe gesagt, mach mal das medizinisch richtig. So, also von daher einfach mein Tipp, sich so ein bisschen im Umfeld umhören. Es gibt ja unheimlich viele Berufe, wenn ihr eure Freunde mal drüber nachdenkt oder auch Familie, findet man bestimmt für ganz viele Themen Experten, die einem irgendwie weiterhelfen können. Wunderbar. So, dann hatten wir am Anfang ja schon den Kommentar aus dem Chat gehabt, der behauptet hat, dass Fantasy natürlich dadurch viel einfacher ist, weil wir im Weltenbau ja uns einfach alles überlegen müssen und keine Rücksicht nehmen müssen auf Bestehendes und das ist ja alles viel einfacher. Ist das so? Jetzt bin ich ja der Buhmann, wenn ich Nein sage. Ja. Also ich würde, also fangen wir mal so an. Also ich habe ja, bevor ich den Lehrling des Fälschers geschrieben habe, reine Fantasy geschrieben. Ja, da habe ich 9 Romane geschrieben in reiner Fantasy. Es ist von so her einfacher, weil ich der Chef bin. Also ich lege meine Welt fest. Ich kann mir ausdenken, wie so eine Stadt auszusehen hat. Ich kann auch sagen, wo die liegt. Und ich kann auch sagen, da ist jetzt Winter, obwohl das im Süden ist, weil da lebt ein böser, böser Zauberer. So. Aber im Kern erwartet auch der Leser dort, dass Physik funktioniert, dass Geografie im Kern irgendwie funktioniert und dass, wenn ich eben den Anspruch habe, eine mittelalterliche Welt zu haben, eine mittelalterliche Fantasy-Welt zu haben, da muss ich auch recherchieren. Da muss ich auch bestimmt, da kann ich natürlich so eine Mischung machen, da muss ich jetzt nicht ganz puristisch sagen, ich nehme nur Waffen aus dem 8. Jahrhundert, aber auch das muss sauber recherchiert sein, damit das funktioniert. Also das funktioniert nicht anders. Geht einem aber leichter von der Hand, weil man nicht permanent recherchieren muss. Ist aber wiederum viel schwieriger, weil es ja auch die eigene Welt ist, die muss man ja auch erstmal bauen.
wenn ich mich in einer historischen oder auch in der Gegenwart bewege, kann ich, ist ja alles schon vorgegeben. Den Dreißigjährigen Krieg brauche ich mir nicht mehr ausdenken und die Schlachten. Das ist super spannend, auch ohne dass ich da was irgendwie reinbringe. Also von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde aber auf gar keinen Fall sagen, dass Fantasy zu schreiben deutlich einfacher ist. Also braucht etwas weniger Recherche vielleicht, aber es geht nicht ohne. Wen das interessiert, der muss unbedingt mal meine Kollegin Mira Valentin anschreiben oder mal gucken. Die hat da schon ein paar Interviews zugegeben. Ihre Wikinger-Saga Nordblut, die hat da super viel recherchiert. Die ist mit dem Wikingerboot gefahren und die hat auch eine Mehlstaubexplosion schon mal nachgestellt und so. Also der Leser erwartet auch da gut recherchierte und echte Fakten und nicht irgendwelche hanebüchenen Sachen. Das geht ja manchmal auch so weit, dass man da mal so schaut. Also im Fernsehen oder bei Filmen spricht man auch mal ganz gern von Plot-Armor, wenn es um die Rüstungen geht. Und wenn man sich mal so heute moderne Serien anschaut, wie auch Game of Thrones, die tragen zwar alle Rüstung, aber die scheint irgendwie nie wirklich zu helfen, weil die sterben trotzdem alle gleich beim ersten Schlag. Also da, genau, das gehört sicherlich dazu, dass man sich, wie du schon sagtest, auch wenn man eine eigene Welt erschafft, für die gelten natürlich auch irgendwelche Regeln. Also sei es jetzt die physikalischen Regeln aus der heutigen Welt. Was da stark mitschwimmt, ist ja das ganze Thema Authentizität. Also die Welt, auch wenn sie erfunden ist, muss für mich als Lesender glaubhaft sein. Ich muss das Gefühl haben, ich bin jetzt hier in einer fremden Welt, aber die fasst sich richtig an. Da fällt der Apfel auch denn nach unten und so, als wäre es eine reale Welt. Also da muss man schon tatsächlich jetzt, wie du sagst, vielleicht nicht unbedingt Recherche, vielleicht bei einigen Themen auch, wenn es jetzt um sowas wie Physik geht, wenn wir in der Science Fiction sind, also welche physikalischen Gesetze gelten da, oder auch wenn wir halt jetzt, wie im Beispiel von Mira, in der Wikingerzeit uns bewegen, wie fühlt es sich an, auf so einem Drachenboot zu fahren? Wie ist das bei dir? Du hast jetzt ja auch schon mehrere Welten erschaffen. Wie gehst du dabei vor? Wie näherst du dich einer neuen Welt, die du erstellen möchtest? Ja, das ist relativ unterschiedlich auch bei mir. Also ich habe immer so eine, also im Kern habe ich immer meistens eine Szene und einen Charakter im Kopf. Also ich schreibe Bücher um meinen Hauptcharakter drumherum. In der Alabogreihe ist das der Laik, bei den Bessing-Chroniken ist das Tal und jetzt bei den Fetcher ist das der Gustav. Also es sind immer so einzelne Charaktere, um die ich das drumherum baue und dann über diesen Charakter, den ich von Anfang an so eine Welt stecke, die so ein bestimmtes Gefühl hat. Also bei der Alabog sollte es eine mittelalterliche Welt sein. Bei den Bestienchroniken wollte ich was Antikes haben oder sollte es auch warm sein, das irgendwie und auch so bedrückend irgendwie. Und über diese ersten Anfänge, und ich fange da meistens an zu schreiben, über diese ersten Anfänge entwickelt sich dann Stück für Stück bei mir so eine Welt. Also ich bin auch da kein Plotter, der sich vorher so eine Karte zeichnet und sagt, so wird das bei mir funktionieren. Also ich habe so eine grobe Karte, habe ich immer da, und die entwickelt sich dann aber im Laufe des Schreibens. Das führte bei der Alaborg-Reihe zum Beispiel dazu, dass ich erst eine Karte bei Teil 4 in den Büchern veröffentlichen konnte, weil dann hatte ich erst die Orte alle so zusammen, die ich da brauchte. Das klingt im Moment so ein bisschen flapsig und vielleicht auch unprofessionell, aber den Lesern ist das nicht aufgefallen und auch da braucht man sich nicht im Detail verlieren. Also es gibt bestimmt Leute, die können ganz tolle Welten bauen, so Rollenspieler und sowas, die ganz große Sachen machen, die unheimlich detailliert sind und eine eigene Sprache haben und so. Aber ob das dann ein spannender Roman ist, das ist immer noch die zweite Ebene. Also auch da sollte man versuchen, sich nicht zu verlieren in seiner eigenen Welt. Aber sie setzt einem keine Grenzen und man darf sich austoben. Und das kann ich jedem sagen, es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man diese Karte dann, die man sich irgendwie aufgekritzelt hat mit dem Kuli, wenn man die dann von einem Designer sich setzen lässt oder von irgendjemand, der das toll kann, und dann hat man die in der Hand und sagt, das ist hier meine Welt, die habe ich hier geschaffen. Das ist echt was Tolles. Aber du, dein erster Ansatz, du schaust immer so, in welche Richtung möchte ich gehen und welche Inspiration kann ich vielleicht dann auch für meine Welt nutzen. Also da geht es jetzt gar nicht mal so sehr vielleicht das Rad komplett neu zu erfinden, sondern auch den Lesenden vielleicht nachher Anhaltspunkte zu geben, an denen sie sich so festhalten können, ah okay, ich befinde mich jetzt vielleicht in so einer Art nördlichem Setting, wie jetzt in dem Beispiel bei Mira Valentin, da habe ich dann Wikinger im Kopf, da habe ich halt vielleicht Langhäuser im Kopf, da habe ich eine gewisse Landschaft im Kopf. Und davon ausgehend baust du dann schichtweise sozusagen deine eigene Welt obendrauf noch auf. Genau, so mache ich das. Ich kann das mal wieder von den Bestienchroniken versuchen zu erklären. Im ersten Kapitel läuft der Hauptcharakter durch eine Stadt und die erste Szene, die man so sieht, ist nur, dass seine Füße auf rotem Lehm, festem Lehmboden, dass die da langlaufen und da Staub aufwirbeln, dass ihm unheimlich warm ist, weil die Sonne von oben auf ihn runterbritzelt und es ist nirgendwo jemand auf der Straße, weil es unter Mittag ist und weil es viel zu heiß ist.
Und parallel lasse ich den durch enge Gassen laufen. Das sind mehrstöckige Gebäude, die heißen Insulae. Das ist schon, dann weiß man schon, ach, irgendwie was Lateinisches, Insulae, das ist so das Mietshaus. Und dann biegt er rechts ab und läuft noch an einem Amphitheater vorbei. Und dann ist der Leser auch schon in dem Moment in so einer Welt und weiß alles klar, hier geht es irgendwie um Antike und dieser Junge. So, und dann lasse ich den in dem ersten Kapitel schreiben und dann trifft er auch noch auf die Legionäre eventuell. Über diese Legionäre kann ich gleich noch eine politische Weltebene vielleicht einbauen, weil die werden nämlich befehligt oder sind Untertanen von dem König oder von dem Kaiser oder eben auch von dem Warlord oder was auch immer ich da einbauen will. Und dann habe ich das Erste und weil der König, der braucht ja auch einen Palast, dann zeige ich den am Horizont und damit mache ich die Stadt schon riesig, weil der ist in einem Armenviertel, das Reichenviertel ist im Westen und das Armenviertel im Osten. Und so baut man dann Kapitel für Kapitel schichtweise diese Stadt einfach auf. Auch klassische Reiseromane, so Roadtrips oder High-Fantasy-Romane, wo viel gereist wird, auch da kann man seine Welt ja schichtweise aufbauen. Man sollte schon sich so grob so überlegen, was hätte ich da gern im Süden, weiß ich nicht, irgendwelche Völker im Norden leben die Nordmänner, die sind kriegerisch und im Süden leben irgendwelche Echsenkrieger, weil die es warm brauchen oder was auch immer. Aber das kann man Schicht für Schicht machen. Das braucht der Leser nicht im ersten Kapitel erfahren. Und deswegen brauche ich das auch nicht sofort zu wissen, ist meine Meinung. Aber genau, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Also um sozusagen nochmal den Umfang meiner eigenen kreativen Leistung beim Weltenbau nochmal ein bisschen einzugrenzen, um mir vielleicht eine Vorstellung davon zu geben, wie viel Aufwand es bedeutet, so eine Welt zu bauen. Du gibst jetzt diesen wunderbaren Tipp, der gefällt mir dann natürlich ganz gut, dass ich vielleicht gar nicht am Anfang alles haben muss, sondern im Schreibprozess erschließe ich mir dann die Welt auch. Also so ist es bei dir zumindest. Gibt es denn so ein paar Sachen, wo du sagst, die sollten auf jeden Fall vielleicht dabei sein. Also an diese Eckpunkte, die sollte man zu Anfang vielleicht schon mal haben. Was sind so Must-Haves aus deiner Sicht für den Weltenbau? Also für mich so ein klassisches Must-Have ist, dass man so Klimazonen so zeichnet, wie Klimazonen so geografisch zeichnet, wie sie sein sollten. Also im Norden kann man eine ganz tolle Eiswelt sich ausdenken und im Süden sollte man es irgendwie warm machen und dann im Osten und Westen kann man auch ein Moor einbauen und so. Also so, dass man sich so quasi die Vorgaben der realen Welt auch auf jeden Fall für so eine Welt benutzt. Das wird ziemlich schwer für den Leser zu folgen, wenn man das alles völlig durcheinander dreht und verwirbelt und sagt, ja, das passt nicht. Und wenn man dann eben auch sich für eine ganz klassisch für eine Epoche entscheidet. Also bei Fantasy ist es ja ganz oft einfach das Mittelalter, was benutzt wird. Wenn man da von Anfang an der Hauptprotagonist oder die Protagonistin wächst in einer Burg auf, dann ist dem Leser schon sofort klar, alles klar, Burg, irgendwie Mittelalter. Dann ist die Welt ist dann schon entstanden im Kopf der Leser, wenn man solche Sachen sieht. Ja. Bei Science Fiction ist es das Raumschiff dann in dem Fall. Auch da, alles klar, das ist so eine hochentwickelte Technologie, die können zu den Sternen fliegen. Also ich weiß schon in etwa, wo diese Welt darin besteht. Wie riesig die danach wird, das kann man wirklich Kapitel für Kapitel aufschreiben und nur so nimmt man den Leser auch mit. Also keiner möchte von Anfang an erstmal eine neue Sprache lernen müssen, um dieses Buch zu verstehen und auch irgendwie eine neue Art von Physik und Geografie. Das liest einfach keiner gern. Aber du deutest denn auch schon im Schreibprozess oder im Leseprozess so die Welt da drunter an? Also wenn ich das Gefühl habe als Lesender, ich muss da ein bisschen kratzen an dieser Welt und ich spüre, da sind mehrere Schichten. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Tapete, die über dem Mittelalter liegt, also dem historischen Mittelalter, sondern darunter ist tatsächlich noch eine ganz andere Welt. Ja, das muss man unbedingt machen. Also man muss immer ja das Gefühl haben, da ist noch mehr. Ich will das entdecken. Der Leser will ja diese Welt entdecken. Ich muss die ja so spannend machen. Das kann man wieder an einem Beispiel machen. Jetzt gehen wir mal in so eine mittelalterliche Welt vielleicht. Der ist eventuell ein Hauptcharakter, der läuft an so einer an der Kirche vorbei und da ruft jemand, warum kommst du nicht zur Kirche des Lichts? Und dann weiß man nur schon, es gibt irgendwie eine religiöse Ebene. Und dann rennt er weiter zum Burgtor und da kommen Soldaten zurück, die sind alle total verwundet und die sagen, ja, aus dem Nachbarland XY, die haben uns schon wieder angegriffen und denen gebe ich dann noch einen, weiß ich nicht, einen dressierten Dämon an die Seite, der dann für die mitkämpft, weil der versklavt ist. Und der sagt, der Junge weiß aber im Kopf, der kommt ganz weit aus dem Norden, da fangen wir die Dämonen, damit die für uns kämpfen. Und da habe ich innerhalb von anderthalb Seiten habe ich eine riesige Welt. Ich weiß irgendwie, da gibt es eine große Religion, das ist eine mittelalterliche Burg, da gibt es ein Nachbarland, mit dem die Krieg haben und da gibt es irgendwelche Fabelwesen, die kommen von ganz weit her und die wollen eigentlich nicht da sein, aber warum werden die eigentlich gefangen und wie sieht es denn bei denen in der Welt aus? Also da hat der Leser ja schon Lust, wenn es gut geschrieben ist, herauszufinden, was ist denn da eigentlich bei, wo kommen diese Fabelwesen her und warum ist der Nachbar böse? Und das im nächsten Kapitel mache ich das dann vielleicht. Also dann schreibe ich vielleicht aus der Sicht eines Protagonisten des Nachbarlandes. Ich schaue mal wieder kurz in den Chat.
Da wird nämlich auch nochmal genau danach gefragt, worüber eben wir gerade gesprochen hatten, und zwar, wie viel sollte ich vor dem Schreiben erstellen? Und die Fragende zielt vor allem auf sowas Art wie Geografie, Fauna und Flora. Über Geografie hast du ja schon so ein bisschen gesprochen, also mit der nördlichen Eiswelt beispielsweise. Also das sollte man schon so für sich vielleicht grob skizziert haben. Flora, Fauna, wie gehst du sowas an? Da sollte man sich vielleicht einfach einen Kontinent der realen Welt raussuchen. Also viele Sachen funktionieren einfach, weil man sich auch gut kennt, einfach im europäischen Raum, dass man da auch die Flora und Fauna benutzt. Also das ist halt auch diese tolkienische Ebene bei Fantasy, aber auch in vielen anderen Romanen, dass wenn man in den Wald geht, dann stellt man sich bei den meisten Fantasy-Romanen so einen ganz klassischen mitteleuropäischen Wald mit Eichen und Fichten und Tannen und sowas vor und jetzt keinen klassischen Dschungel. So, also da sollte man sich einfach für so eine, vielleicht für einen Kontinent entscheiden und sagen, ich hätte gern, man kann ja auch so einen asiatisch angehauchten Roman schreiben, das hätte ich gern und deren Flora und Fauna möchte ich gerne benutzen. Das sind dann übrigens auch Sachen, die man wieder recherchieren muss, ja. Also zum Beispiel habe ich mal jemanden in eine Gletscherspalte stürzen lassen, da musste ich erstmal recherchieren, wie eine Gletscherspalte überhaupt aufgebaut ist, wie man da reinfallen kann und wie man da eventuell wieder rauskommt. Und da sind wir wieder beim Thema Fantasy und nicht Recherche. Das muss dann sattelfest einfach sein. Also das sollte auch funktionieren. Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang im Chat auch schon mal die Frage gehabt, und da hatten wir uns im Vorgespräch kurz auch schon mal drüber unterhalten, Thema Karten. Da sind wir jetzt ja ungefähr auch so ein bisschen beim Thema Geografie. Und du sagtest ja auch gerade bei der Allerburg-Reihe, dass du erst bei Band 4 mit einer Karte tatsächlich gekommen bist. Jetzt haben Das ist wir aber beim kein Tipp. Also das möchte ich nochmal sagen, das ist kein Tipp, ja. Das Jetzt haben wir beim Fälscher, da haben wir natürlich den Vorteil, das ist, man kann da auf bekanntes, bestehendes Kartenmaterial zurückgreifen. Ich zeige es einmal hier vorne, da sehen wir eine Übersichtskarte des Heiligen Römischen Reiches und eine Übersicht, der Schlachten oder der Schlachtorte mit Zeitangaben. Hast du Tipps für unsere Zuschauenden, was so Kartenwerke angeht, also wie erstelle ich mir das? Gibt es da vielleicht Hilfsmittel, also Software, Apps, Programme, die du vielleicht auch nutzt? Ist ja schon so ein Klassiker, den man vielleicht als Lesender auch erwartet, wenn man ein fantastisches Werk in die Hand nimmt, dass man vorne erstmal oder hinten, je nachdem, man kennt es ja auch vom Herrn der Ringe, erstmal ein Kartenwerk hat, um die Welt da zu sehen. Ach, das ist, da kann ich mich schon mal orientieren. Da ist eine große Gebirgskette. Wie gehst du da vor, beziehungsweise hast du da Tipps? Also mein erster Tipp ist, die Leute lieben Karten in Büchern. Also wenn ihr das irgendwie könnt, nehmt eine Karte rein. Es gibt ganz tolle Software dafür, die man da benutzen kann. Die ist A, kostenpflichtig und B, kann sie dir nicht namentlich benennen. Es gibt sie aber. Also wenn man so ein bisschen auch in den Buchhandel geht, dann sieht man, dass der Stil oft relativ ähnlich ist. Die zweite Sache ist einfach selber erstmal zeichnen. Also auch das wieder nicht als Ausrede, nicht anfangen zu schreiben. Ich habe ja keine super professionelle Karte wie in irgendeinem Blockbuster-Buch, sondern einfach erstmal selbst schreiben. Und dann würde ich das Ganze aber wahrscheinlich in professionelle Hände geben. Also zum Beispiel habe ich die Karte jetzt aus dem Feldshare über 99 Designs erstellen lassen. Das ist eine Plattform, wo man relativ günstig Designs bekommt, weil es internationale Designer sind. Kann man auch ein bisschen kritisch sehen, das Thema, aber geht ja jetzt hier um Tipps. Den kann man dann seine händisch gezeichnete Map jetzt zum Beispiel von seiner Welt, wie auch immer, geben und sagen, die soll jetzt nach Science Fiction aussehen, die soll nach Mittelalter aussehen und dann können Profis das machen. Man kann aber auch, wer gut zeichnen kann, kann es auch selbst machen. Also die Alabok-Karte zum Beispiel, die habe ich gemeinsam mit meiner Frau gemacht. Also eigentlich hat die meine Frau gemacht, nicht gemeinsam. Ich habe nur gesagt, was da rein soll. Da haben wir so ein paar Küstenlinien so einfach so ein bisschen abgezeichnet von irgendwelchen Inselstaaten oder was auch immer. Und dann haben wir so ein paar Symbole, die ich auf dem Cover hatte, da rein, die ich ziemlich simpel auch selbst gemacht. Auch das ging, das hat gar nichts gekostet. Also so, wenn die Karte einmal im Kopf da ist und einmal so eine grobe Skizze da ist, kriegt man das, glaube ich, auf jeden Fall auch hin. Es kommt immer darauf an, wie professionell der Anspruch ist, den man schlussendlich danach hat. Wenn man natürlich Geld nehmen möchte für sein Buch und ein Autor sein möchte, der eventuell auch dafür bezahlt wird, dann sollte es so professionell wie irgend möglich sein. Man sollte sich vielleicht auch im Vorfeld auch noch mal ein bisschen über Grundlagen von Geografie da noch mal erkundigen. Also wie bauen sich Gebirgsketten auf? Also können die überhaupt so kreuz und quer laufen? Also wenn eine hier so nach Nord und Süd läuft, kann darunter gleich eine von Ost nach West. Und wie verlaufen Flüsse normalerweise? Also in welche Richtung? Wie ist so ein Küstenverlauf? Ja.
damit auch da, glaube ich, das Thema Authentizität, Glaubwürdigkeit zum Greifen kommt. Da gibt es auch YouTube-Videos beispielsweise. Also da kann man sich auch nochmal informieren, reinschauen. Da gibt es auch viel zu lernen, um für sich auch nochmal die Hilfestellung zu geben, wie sieht dann so eine, oder wie kann ich sozusagen nach Naturgesetzen so eine Welt aufbauen? Gibt es bei deinen Welten eine Besonderheit, die sich durch alle durchzieht? Gibt es so einen roten Faden für dich, wo du sagst, egal welche Welt ich neu erschaffe, das ist etwas, was eine Greg Walters Welt auszeichnet? Also ich habe immer so eine Coming-of-Age-Komponente drin. Es sind meistens junge Charaktere, die zumindest im Kern die Geschichte tragen und die erwachsen werden über diese Abenteuer, die sie da erleben. Das habe ich im Grunde genommen bisher in all meinen Romanen gemacht. Mal gucken, ob ich das so beibehalte oder ob ich auch mal einen grummeligen 50-Jährigen auf jeden Fall raussuche. Und die zweite Komponente ist, ich bin ja Hundebesitzer und Hundeliebhaber. Ich habe immer irgendein Vieh drin, was die Leute gern mögen. Und meine Frau sagt immer, das ist doch wieder Hund, das ist doch wieder Hund. Und sind dann natürlich irgendwelche Fabelwesen und so, und die das gerne mögen. Und der dritte Punkt, der eigentlich in all meinen Büchern ist, ich habe immer so eine gehörige Portion Humor dabei. Also das finde ich auch bei so schweren Themen wie dem Dreißigjährigen Krieg, finde ich es auch schön, wenn man auch mal schmunzeln kann und der Leser so mal ein bisschen so durchpustet und sagt, ha, ist irgendwie alles gar doch gar nicht so schlimm. Und ich habe einfach auch mal ein bisschen Spaß mit dem Buch. Das sind die Sachen, glaube ich, die Greg Walters auszeichnet. Das mit dem Hund, das kann ich sehr gut dahingehend auch nachvollziehen, dass einer meiner Lieblings-Fantasy-Autoren, Stephen Brust heißt der, der hat einen Papagei, der heißt Lojosch, und der Hauptprotagonist seiner Buchreihe, der hat einen kleinen Drachen, der auch so heißt. Also der Ach, ist ja fliegt dann und sitzt süß, auch immer auf seiner ja. Schulter, und da sieht man dann auch nochmal so wunderbare Parallelen. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich sehe hier auch noch ein paar. Da komme ich gleich nochmal dazu, was das Thema Schreibblockade betrifft, ob du da Tipps hast. Geruch wird hier nochmal genannt als wichtiger Faktor, um Welten greifbar zu machen. Hier nochmal eine Frage zum Thema selbstgezeichnete Karten. Mit welchem Programm kann man die selbstgezeichnete Karte zum Beispiel ins Digitale übertragen und ins Buch integrieren? Ich habe da ganz simpel gescannt, also meine erste selbstgemachte Karte, die haben wir einfach gescannt und die habe ich dann mit Paint 3D, habe ich die nachbearbeitet. Das gibt es auf jedem, wie jeder, der einen Microsoft-Rechner hat, ist das umsonst drauf. Da geht es auch wieder um Anspruch und was man gerne hätte. Also wie gesagt, mittlerweile lasse ich es professionell von Designern machen, aber so geht es auch. Zeichnen, vorzeichnen händisch, digitalisieren über den Scanner, über dem Foto und dann nochmal so ein paar Effekte draufhauen und so. Also gibt es da so viele Sachen bei Fotosoftware, wo man relativ simpel irgendwie auch schöne Effekte hinbekommen kann. Das mit dem Riechen gehört natürlich zum Weltenbau dazu. Also so, das sage ich immer zu allen. Der Protagonist oder die Protagonistin muss die Welt mit allen Sinnen erleben. Die muss frieren, die muss Hunger haben, es muss auch mal regnen. Ja, nicht andauernd, aber das gehört auch dazu, um einen Roman echt zu machen. Aber das spürt ja jeder an sich, das kann man immer schön einstreuen. Da braucht man nicht recherchieren. Bei der Karte im Buch ist, glaube ich, das letztendlich das gleiche wie auch fürs Cover des Buches. Also das ist natürlich immer etwas, wie du auch schon sagtest, Greg, so eine Landkarten, die werden geliebt, die werden immer gern genommen. Da schaut man natürlich auch automatisch gleich drauf, weil die fällt so ins Auge, wenn man das Buch mal in die Hand nimmt, reinblättert oder online der Blick ins Buch. Also da sollte man, wenn man den Anspruch hat, natürlich entsprechend auch viele Leserinnen und Leser zu begeistern, entsprechend vielleicht dann auch in einen gewissen Standard an diese Karte denn setzen, damit sie dann auch diesen professionellen Anspruch, den man ja da auch an das eigene Werk hat, entsprechend auch widerspiegeln kann. Dann nochmal eine Frage. In der Fantasy ist es ja auch durchaus so, vielleicht beschleicht einen auch mal das Gefühl, das habe ich alles irgendwo schon mal gelesen. Also diese Welt kommt mir doch sehr bekannt vor. Das ist doch aus dem und dem Buch. Das ist hier und hier. Hast du vielleicht Tipps an unsere Autoren und Autoren, die gerade zuschauen, beim Weltenbau? Wie kann ich die Welt eigen machen, individuell zu meiner Welt, dass sie sich schon auch abgrenzt natürlich von anderen Geschichten, die es da draußen gibt? Natürlich ist eine Welt irgendwo immer vergleichbar. Aber mit welchen Kniffen kann ich diese Welt schnell zu etwas sehr Einzigartigem machen? Will ich das jetzt gerne mal von hinten aufrollen?
immer so einzigartig sein muss. Das ist natürlich ein sehr feuilletonistischer und künstlerischer Anspruch. Wenn ich mal in meine Alleburg-Reihe reingehe, wenn man das ganz simpel nimmt, ist das so eine Mischung zwischen Harry Potter und Herr der Ringe. Das wird immer eigenständiger von Band zu Band. Am Anfang hätte ich auch nie gedacht, dass das jemals überhaupt jemand liest außerhalb der Familie und kauft. Und da ist es jetzt so, dass 20% der Leser sagen, boah, das kenne ich alles schon, das ist irgendwie total langweilig, das will ich nicht nochmal lesen. Und 80% der Leser sagen aber, boah, das Buch ist so ähnlich wie Harry Potter, das sehe ich auf jeden Fall, da habe ich voll Bock drauf. So, also Leser werden auch gerne abgeholt mit Sachen, die sie schon kennen, ja. Also so, ich bin kein großer Krimi-Fan oder Thriller, aber das funktioniert ja auch immer nach einem ähnlichen Strickmuster. Ja, was Einzelnes und was Besonderes reinzubringen, das ist schwer. Also gerade in der Fantasy ist das relativ schwer zu machen. Mit dem Fälscher habe ich das geschafft, indem ich eben sage, ich schreibe einen historischen Roman mit Fantasy. Das ist relativ selten in dem Genre, weil für viele Leute ist Fantasy eben, man entwickelt seine eigene Welt und die hat gar nichts mit der realen Geschichte zu tun. Aber so einen ganz klassischen Tipp in dem Fall, wie man einzeln wird, das habe ich nicht. Also was ich als Tipp hätte, ist vielleicht einfach schreiben, wirklich fangt an zu schreiben und habt keine Angst davor, dass irgendeiner sagen würde, ja, das habe ich aber bei Tolkien im Silmarillion auf Seite 800 gibt es einen Charakter, der erinnert mich aber an den du auf Seite 4 hast. Mit Kritik muss man leben. Also man kann das beste Buch der Welt schreiben und es gibt immer Leute, die das kritisieren und immer sagen, das habe ich aber auch schon mal gelesen oder so ähnlich kenne ich das schon. Ja, das ist halt so. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Aragorn von Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien keine Vorbilder hatte. Also auch da gibt es ja Rückgriffe auf ältere Werke. Also von daher glaube ich, wenn man da seine Eigenleistungen mit weiterhin einbringt, dann ist das alles kein Problem. Ja, also vielleicht nochmal als letztes, so Charaktere sind immer die eigene Leistung. Also einen Charakter echt zu machen und sympathisch, das kann man nur selbst machen. Das kann man auch bei keinem abschreiben. Also das funktioniert auch nicht. Also die echte Dialoge hat, die Leute sympathisch finden, das macht das Buch echt. Und alles drumherum, das wird dann schon. Hier ist noch eine Frage zum Plotten. Planst du das Ende einer Geschichte offen oder müssen alle deine einzelnen Plotstrecke zu einem Ende finden? Die müssen alle zu einem Ende finden. Das ist, verrückterweise habe ich das im Kopf. Ich kann gar nicht erklären, wie ich das mache. Also bei Alabok, da bin ich jetzt am 7. Band und habe trotzdem die Stränge noch so im Kopf. Ich habe glücklicherweise eine sehr gute Lektorin, die mich da auch mal wieder abholt. Aber die Leser finden es sehr unsympathisch, das auch als Tipp, wenn man im ersten Buch ein ganz großes Geheimnis eröffnet und dann lässt man das am Ende ungeklärt. Also eventuell gibt es ein kleines Geheimnis, manchmal, was ganz nett ist, vielleicht zu sagen, da kann der Leser mal drüber nachdenken, aber man sollte die Fäden, die man auswirft, am Ende auch wieder einsammeln. Und auch so einsammeln, dass man sagt, ja, das hat ja auch wirklich Hand und Fuß, weil das ist, also das würde mich auch nicht befriedigen als Leser, das muss ich ehrlich so sagen. Also bitte alle Plots beenden, die ihr euch ausdenkt und ein Ende dafür auch kennen. Genau, so ich schaue nochmal in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie dort gerne nochmal. Wir hatten hier schon kurz erwähnt, Thema Schreibblockade tauchte auch einmal auf. Hast du Tipps für jemanden, der gerade nicht vorankommt, der an einer Stelle feststeckt und sich da verrennt und nicht mehr herausfindet? Was sind so deine Tipps gegen Schreibblockaden? Oder kennst du das gar nicht für dich selbst? Ja, also glücklicherweise und leider für den Fragenden muss ich sagen, ich kenne das wirklich gar nicht mit der Schreibblockade. Aber was für mich so ein klassischer Tipp ist, also es gibt natürlich auch Tage, an denen ich schreibe und dann irgendwie das mich an den Rechner setze und sage, so, jetzt hast du ja gestern da aufgehört, wie geht's denn heute eigentlich weiter? Was immer hilft, wirklich immer hilft, ist einfach schreiben. Also so dieses zu sagen, ich habe eine Schreibblockade, ich mache den Rechner gar nicht erst an, ich fange gar nicht erst an. Das macht es erst zu einer Blockade. Also mein Tipp wäre immer zu schreiben. Und wenn es einfach ein neues Projekt ist, dann zu sagen, okay, ich komme mit dem Ding nicht weiter, ich mache jetzt mal was anderes. Weil den Roman zu schreiben ist ein Marathon. Ich weiß, es ist ein Lebenstraum von ganz vielen Menschen und es war von mir auch ein Lebenstraum. Ich bin bis heute ein begeisterter Leser und immer wenn man so einen dicken Wälzer in die Hand nimmt, sagt man am Ende, boah, das würdest du auch gerne machen. Das ist ja unglaublich toll so. Und das ist aber leider eben nicht damit getan, eine tolle Idee zu haben und sich dann mal 2 Abende dran zu setzen mit einem Glas Rotwein und dann irgendwie aber zu sagen, irgendwann, das ist ja echt auch richtig Arbeit irgendwie so. Ich habe jetzt eine Schreibblockade, das ist mir zu viel. Also man muss dann wirklich einfach schreiben. Und löschen kann man ja immer. Was man nicht schreibt, das kann man auch nicht löschen und das ist auch nicht da. Also lieber schreiben. Sehr gut. Dann hattest du ja schon erwähnt, dass du eine unfassbar tolle Lektorin hast, mit der du zusammenarbeitest. Wie findet man denn so eine tolle Lektorin? Das ist heute gar nicht mehr so schwer wie Anno 2015, als ich angefangen habe, als das Self-Publishing nicht in den Kinderschuhen steckte, aber in den Kleinkinderschuhen, sagen wir mal so. Mittlerweile ist es ja ein rüpeliger Jugendlicher, der die Verlage gewaltig ärgert. Also Social Media,
mein erster Tipp, einfach da findet man Lektoren. Man kann ganz einfach über die Google-Suche gehen. Es gibt eine relativ hohe Abstufung, was auch finanziell was Lektoren angeht. Natürlich sind super Profis, die auch für Verlage jetzt arbeiten oder viele Jahre im Business sind, deutlich teurer, vielleicht auch besser als Anfänger. Aber es gibt auch super engagierte Germanistikstudenten oder Studentinnen, die diese Dienste anbieten. Es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, die sich ja oder auch Instagram-Seiten, die sich auch mit dem Schreiben beschäftigen. Also bei Facebook, dieser Gruppencharakter ist da auch noch ein bisschen sympathischer, wo es Tipps gibt, gerade auch zum Self-Publishing. Da findet man auf jeden Fall die passende Lektorin. Mein Tipp, dem gebe ich jedem, ich kriege sehr viele Anfragen zum Schreiben und zum Geben von Schreibtipps und sehr regelmäßig. Und mein Haupttipp ist wirklich, dass man seine Bücher lektorieren lassen sollte. Ihr solltet unbedingt den Chat jetzt gleich schließen, weil da wird jetzt eine Diskussion entbrennen, weil jetzt ganz viele Leute sagen, das ist vollkommen unnötig, ich schreibe so perfekt, das brauche ich nicht und so. Wer den Anspruch hat, professionell zu schreiben und für sein Buch, für sein Produkt auch Geld zu verlangen, der sollte ein Lektorat machen. Der sollte ein professionelles Cover haben und der sollte sich ein Lektorat idealerweise auch noch ein Co-Lektorat leisten. Es geht nicht nur darum, dass jemand Rechtschreib- oder Kommafehler findet. Das, wenn die nicht in Masse vorhanden sind, kann jeder Leser darüber hinwegschauen. Es geht darum, Logikfehler zu finden, die Geschichte kaputt machen. Weil der Leser sagt, wenn der auf Seite 1 das und das macht, dann kann er auf Seite 600 kann er nicht das machen, weil das ist ein Logikbruch und man verliert sich in seiner eigenen Geschichte. Und von daher ist es gut, einen Lektor zu haben. Kann ich an der Stelle auch nur unterstreichen. Also gerade wenn man den Anspruch an sich natürlich selbst hat, möglichst viele Leserinnen und Leser zu erreichen und zu begeistern mit seinem Werk und in den Wettbewerb um all die anderen tollen Büchern, wie zum Beispiel Der Lehrling des Fälschings, gehen möchte. Gut, das mal erwähnt. Ich finde schön, dass es mal einmal dann ist es sicherlich hilfreich, einfach einen professionellen Sidekick an der Seite zu haben, der da auch an den einen oder anderen Stellen auch kitzelt, herausfordert, um das Buch am Ende einfach besser zu machen. Es kommt einfach auch ein bisschen auf den Anspruch an. Also wenn ich ihm sage, ich will einfach schreiben und ich möchte das veröffentlichen und ich stelle das auf Wattpad oder wo auch immer rein und damit Leute mir Feedback geben und das lesen, dann brauche ich das nicht. Wenn ich aber ein Produkt entwickle und das stelle ich in den Shop, auch wenn das ein Online-Shop ist, ist es ein richtiger Laden und da geht es um richtiges Geld, und die Leute sollen was bezahlen, dann muss das auch ein vernünftiges Produkt sein. Sonst wird es von Anfang an nicht funktionieren. Genau. Nein, und wir verwechseln hier nicht Lektorat und Korrektorat, sondern es geht jetzt hier vorwiegend um das Thema Lektorin und Lektor, also ein Schreibsidekick sozusagen, der, wie Greg schon richtig sagte, auf Logikfehler hinweist, dass die Geschichte schleift mit einem selbst, also der sozusagen dann entsprechend auch professionelles Feedback geben kann, um eine Geschichte, die Story, den Verlauf, die Gespräche, die Dialoge besser machen kann. So, dann schaue ich noch mal kurz rein. Das ist jetzt nicht Thema dieses Workshops, aber es gab noch mal die mehrfache Bitte, vielleicht noch einen Marketing-Tipp einfließen zu lassen. Für all die, die jetzt vielleicht noch mal ganz am Anfang ihrer Buchveröffentlichung stehen, was wäre für dich so der Hebel, den man nutzen sollte, um für sein Buch Sichtbarkeit und Reichweite zu bekommen? Also das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Das kann ich auch total verstehen. Also man geht in der Masse der Bücher unter. Es ist schwer, sich zu etablieren. Das ging mir genauso. Und alle wollen immer den einen Tipp haben und sagen, wenn du das machst, dann klappt es. Wenn es den geben würde, dann würde den jeder benutzen. Und von daher muss ich da ein bisschen ausholen. Es ist ein bunter Strauch von Möglichkeiten, die man hat. Es ist ein Potpourri von unterschiedlichen Sachen. Also was natürlich jeder benutzen sollte und was man auch auf jeden Fall haben sollte, auch wenn man vielleicht kein Interesse da privat dran hat, ist Social Media. Das gehört heute dazu. Also mindestens Facebook und Instagram. Also die beiden Sachen müssen auf jeden Fall sein. Dort ist eine sehr angenehme Kommunikation auch mit den Lesern möglich. Und dort ist auch ein Werben für sich möglich, auch ein Austausch mit anderen Autoren zum Beispiel. Eine zweite Sache sind Buchblogger, die Zusammenarbeit mit Buchbloggern. Ich arbeite aktuell nicht mehr so viel mit Buchbloggern zusammen, aber gerade am Anfang habe ich das sehr viel gemacht. Sehr nett anfragen und das eigene Buch anpreisen und sagen, hast du nicht Lust, das zu lesen? Und die schreiben dann vielleicht auch mal eine Bewertung auf den gängigen Portalen und dann stellen es auch vor und machen auch mal ein nettes Foto. Auch da für die Anfänger die Warnung, dass der 100.000 Follower-Blogger jetzt nicht im Dreieck springt, wenn der Anfängerautor mit dem allerersten Roman sagt, kannst du vielleicht da mal eine super Story bringen und irgendwie mega professionelle Fotos, auch das hat sich natürlich verändert. Die zweite Sache, die für mich dazu gehört, ist eine Homepage. Auch das ist heute über so einen Gratis-Baukasten eigentlich kein Problem.
kann jeder selber machen, ist einfach, wo das Cover drauf ist, wo man ein bisschen über sich was erzählt. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Hund, solche Sachen mögen die Leute gerne, aber wenn ihr eine Katze habt oder ein Lego an, so ein bisschen der Blick ins Private. Ja, und wenn wir dann so ein bisschen so, wenn ihr das so gemacht habt und dann ist man schon so ein bisschen weiter, dann kann man natürlich etwas tiefer gehen ins Marketing. Also was ein Instrument ist, was sehr gut funktioniert, ist der Aufbau eines E-Mail-Newsletters. Man kann an das eine, seine E-Books am Ende einfach nochmal einen Link ranschicken und sagen, du willst wissen, wie es weitergeht oder willst mehr lesen von Greg Waters, abonniere doch den Newsletter, weil anders als bei Social Media ist man da nicht vom Algorithmus abhängig, sondern Leute, die den abonnieren, die wollen den auch haben und die bekommen dann auch die Nachricht, wenn zum Beispiel ein neues Buch erschienen ist oder wenn man Hilfe bei einer Abstimmung braucht, wenn es um einen Leserpreis geht oder solche Sachen. Ja, und wenn wir dann ganz tief gehen, dann kann man natürlich bezahlte Werbung auf den großen Portalen schalten, man kann bei Social Media natürlich auch bezahlte Werbung schalten. Aber das ist jetzt ein Thema für die Profis und das ist vielleicht nochmal ein anderer Workshop, den wir irgendwann anders mal machen. Das glaube ich also, auch. Also Marketing, also das vielleicht nochmal zu sagen, wer Self-Publisher ist, der ist Verleger auch, ja. Also der ist nicht nur der Künstler im stehen Kämmerlein, der irgendjemanden auf der Schreibmaschine getipptes Manuskript übergibt mit Kakaoflecken und sagt, jetzt machen wir ein Buch draus. Sondern der macht das alles alleine. Also der schreibt das Buch, da muss sich kümmern, dass es professionell aussieht und da muss das auch vermarkten. Und deswegen ist es auch so schwierig. Aber auch das ist möglich. Man kann sein Buch vermarkten. Über einen Preis zum Beispiel ist ja auch eine Marketingstrategie, aber das führt jetzt wahrscheinlich in diesem Workshop zu weit. Genau, da gibt es ganz, ganz vieles. Da vielleicht nochmal der Tipp in eigener Sache. Also wir haben natürlich bei YouTube auch noch verschiedene andere Filme und Workshops mit Autoren und Autoren, mit Adriana Popescu, Jackie Fellgut, auch zum Thema Dialoge schreiben, Figurenentwicklung, Nebenfiguren. Schaut da gerne mal rein oder auf unseren Blog unter bod.de. Auch da gibt es viele Schreibtipps oder auch Vermarktungstipps. Und Greg hat eben auch schon wunderbare genannt, auch Newsletter. Da erfährt man dann auch, wann Teil 2 erscheint vom Fälscher. Wann wird er erscheinen, Greg? 1. März. 2021. 2021. Genau. Ich bin in den letzten Zügen und hoffe, vor Weihnachten fertig zu werden, um Weihnachten gar nicht an die Buchwelt denken zu müssen und was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Also noch genügend Zeit, um den ersten Teil der Fälscherchroniken unter den Weihnachtsbaum zu legen für Band 2. Dann muss man gar nicht mehr so lange warten. Im März ist es dann soweit. Greg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit uns über das Thema Recherche und Weltenbau zu sprechen. Ich habe selbst unglaublich viel gelernt. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt uns die natürlich auch gerne nochmal über unsere Social-Media-Kanäle. Folgt Greg auf Instagram, Facebook, lest seine Bücher. Und ja, bleibt uns treu, schaut mal wieder vorbei, wenn wir wieder mal so einen tollen Workshop machen. Und ich hoffe, Greg, wir sehen uns dann, wenn die Leipziger Buchmesse vielleicht auch wieder dann ist, physisch im Mai, dann auch mal wieder auf dem richtigen Kaffee und nicht nur hier online über die Programme und Videokameras. Würde mich sehr freuen. Mich auch, da freue ich mich drauf. Danke für die spannenden Fragen, es war ein schöner Abend. Danke. Bis dann. Ciao. Wunderbar, wir sind off.